Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, heute werden wir uns mal ein bisschen um Vagabunden kümmern, denn wir haben zwei Aufgaben gekriegt, beziehungsweise zwei Möglichkeiten mit Vagabunden zu interagieren. Und zwar haben wir einmal hier Kinder. Ich weiß gerade gar nicht, wo die hier hingelaufen sind. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwo Kinder auf der Karte. Das sind die nicht. Da sind die Kinder. Da werden wir gleich mal reingucken, inwiefern die für uns nützlich sind. So, wir haben hier... das sind aber Husare. Husare haben ein paar richtig nette Perks, die man eigentlich rausholen könnte. Und Kinder können sich ja nicht so wirklich wehren. Ich würde sagen, dass wir Bat hier entführen. Blitzschnelle Wundheilung ist halt richtig gut. Mental taub haben wir schon. Aber wir haben so ein paar Sachen da drin, die wirklich nicht schlecht sind. Zum Beispiel miserabel in Tiere. Das ist gut für Leute, die... Ja, oder miserabel in Pflanzen ist auch sehr gut, denn das brauchen wir nicht immer. Rote Augen brauchen wir nicht wirklich, weil das werden die blinden Augen wahrscheinlich überschreiben. Aber egal. Den werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal eben schnappen. Okay, 77% Chance, obwohl wir einen guten Sozialwert haben. Bei dem ist das 70, okay. Das wundert mich dann doch. 95%, okay. Der hat wohl Angst vor Schweinemenschen. I don't know. Ist auch egal, auf jeden Fall wollen wir den haben, weil aus denen können wir schön Gene extrahieren. Die Kinder sind zwar jetzt Feinde, aber werden nicht angreifen, weil sie da haben sie einfach keine Möglichkeit zu. Deswegen habe ich die auch verraten. Das ist schon mal nett. Dann haben wir hier nämlich einen Husar. Die Husare sind ja auch, ich will nicht sagen recht selten, aber ja doch, eigentlich schon, ne? Also so oft sehe ich die eigentlich nicht. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen hier. Tja, das kommt davon, ne? Hätten ja einfach ohne Feinde zu werden, fliehen können. So, dann haben wir hier noch Vagabunden, die die Hilfe angeboten haben. Mit denen werden wir gleich auch mal ein bisschen Freude haben. Weil wir brauchen immer Essen. Und dementsprechend lohnt sich das. So, die beiden seht ihr schon. Also er hier ist auch am Konstruieren, kriegt das nicht so gut hin. Aber naja, er versucht es zumindest. Ne? Aber er hat halt diese Schweinehändchen und... ist nicht ganz so optimal. Na egal. Außerdem färben wir gerade die Klamotten ein. Das seht ihr hier auch an Tinctoria. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht angegeben, was genau gefärbt werden soll. Genau. Genau, Primary. So. Das heißt, sie machen unsere Primärfarben rein. Stehen irgendwo unsere Primärfarben? Genau, dieses Rot hier. Ein schönes Rot. Ich denke, das werden die jetzt tun. Hoffentlich. Tinctoria wächst auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ja, irgendwie ist es dieses Bräunliche hier. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil eigentlich haben wir doch eine rote Farbe. Hier zum Beispiel, der hat ein Hemd an, Hemd aus Stoff. Irritiert mich irgendwie ein bisschen. Ich guck mal, wo ich das einstellen kann. Nee, das ist richtig. Er hat hier auch gerade sein Hemd eingefärbt in Rot. Also eigentlich sollten die das in Rot haben alle. Das ist eigentlich so richtig. Merkwürdig. Ist auch egal, Erasion braucht noch ein bisschen. Ah, der ist jetzt auch langsam wieder fit, aber da habe ich auch Gesundheitpredigen gemacht, damit der schnell wieder fit wird, weil der muss ein paar Sachen für uns herstellen. Allgemein haben wir die Base jetzt auch ein bisschen sicherer gemacht mit Geschütztürmen. Das hat nicht wirklich den Effekt, dass das super stark ist oder so, sondern es ist einfach für uns zielführend. Denn... die KI wird immer gucken... wie ist eigentlich für mich der einfachste Weg?
Und das hier ist nicht der einfachste Weg. Hier einfach reinzukommen, das wäre für die dämlich, weil hier sind Geschütztürme und Fallen. Und das ist für die hier ziemlich unattraktiv. Und genau das ist wichtig. Unattraktiv machen. Ihr müsst es den Leuten, also den Angreifern, so unattraktiv wie möglich machen. Ihr müsst förmlich einen gewissen Bereich angenehm für die gestalten. Hier zum Beispiel, das ist, ja, noch recht gut hier für die eigentlich. Hier müsste man eigentlich auch irgendwo einen Geschützturm reinsetzen, damit das unangenehmer wird. Aber hier zum Beispiel anzugreifen ist für die erstmal okay. Weil hier haben wir nicht so viele Geschütztürme. Hier können wir auch ein bisschen nach da versetzen, dass die hier nicht angegriffen werden. Aber hier könnten die zum Beispiel, ne, bis zu einem gewissen Punkt. So, oder die arbeiten sich hier durch. Das könnte jetzt auch passieren, dass sie sich hier durcharbeiten. Das könnten wir eigentlich hier auch so ein bisschen damit verhindern. Ja, wo wir gerade bei unattraktiv machen gewesen sind. Ach ja, und genau, da müssen wir zubauen. Da müssen wir mal eben zubauen. Und wir müssen eine Waffe bauen. Unbedingt. So, gucken wir mal eben mit der Quest. Ach ja, und wir müssen das Kind da gleich mal reinstopfen. So, rein damit. So. Und irgendwie machen die jetzt alle ihre eigene Farbe. Seht ihr das? Manche machen rot, manche färben sich anders. Die nehmen ihre eigenen Farben. Ich dachte, ich habe das so eingestellt, dass die anderen Farben nehmen. Warlight, Common Sense, Gear Up, Color Coded. Nee. Das ist es nicht. Eigentlich sollte man das hier nämlich einstellen können. Da war irgendwo eine Einstellung. Ich weiß, dass da irgendwo eine Einstellung war, dass die sich aussuchen können, welche Farbe. Jetzt können sie erstmal sich so einfärben, ist auch in Ordnung. Aber eigentlich wollte ich alles in der Ideologiefarbe haben. Jo, natürlich. Ja, ich weiß. Da müssen wir eben eingreifen. Typisch. Wir müssen eigentlich die ganzen Fleischfresser killen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Wir können das auch mal eben machen. Ich habe nochmal nachgeschaut, das war richtig eingestellt. Also die Ideologiefarben sollen preferred werden. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ist auch egal. Die färben sich jetzt hier komplett ein. Bin mal gespannt. Hier zum Beispiel war ich schon das zweite Mal dran. Ne, zwei rote Teile hat er jetzt. Genau. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt mal den zweiten Punkt. Übrigens hier hat sich auch alles sehr gut entwickelt. Also alles geht seinen Weg. Wir machen jetzt auch gerade hier die unfertigen und die Armprothesen machen wir gerade. Gekocht wird übrigens auch. Die Bären und so haben wir hier auch gekillt. Den Bär haben wir gekillt, um den Wag haben wir gekillt. Also das haben wir auch alles im Griff. Hier gibt es weiterhin sehr gut Futter. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich hier wieder alles so füllen wird. Aber ich denke schon, wir haben jetzt wirklich sehr viele Mahlzeiten. Also da sind wir auch auf einem guten Weg. Rein energietechnisch sieht es ein bisschen schlecht aus, muss ich sagen. Das sieht nicht so toll aus hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Wir bräuchten eigentlich noch einen Geothermie-Generator, wenn ich das so sehe.
Wir können ja mal gucken, wo noch welche sind, ohne dass ich jetzt die ganze Karte hier absuchen muss. Also, der hier wäre eigentlich noch ganz interessant. Könnten wir eigentlich erstmal so planen. Wie wir das dann genau machen, müssen wir mal sehen. Ich will eigentlich nicht so viele Wände machen, aber wir müssen eine Wand machen, wahrscheinlich. Und dann werden die hier so lang. Aber wir machen da, glaube ich, eine Dings drin. Wir machen da einen Weg rein. Müssen wir. Anders geht das nicht. Ja, Sandsteinblöcke haben wir sehr viele. Das heißt, das hier werden wir wegmachen. Dann werden wir heute hier noch ein bisschen ausbauen müssen. Ja, wir brauchen übrigens auch wieder sehr, sehr viele Bauteile. Haben wir leider nicht genug. Das ist auch ein bisschen nervig, dass das nicht so wirklich funktionieren will. Jetzt können wir uns überlegen, wie wir das am besten machen. Ich würde eigentlich sagen, wir... Wir müssen das an der Wand langlegen. Das wird dauern. Das wird dauern. Bis die das alles hier gelegt haben. Das ist Weihnachten. Außer die bauen schnell. Dann geht's. Bauplatz ist bereits belegt. Ach, da ist ein Dingsbums, ne? Genau. Ja, gut. Wegen den Vagabunden müssen wir jetzt mal gucken. Die werden wir dann gleich rufen. So, zack. Und jetzt müssen wir mal eben kurz schauen, wo ist die Quest mit denen? Die Titelzeremonie habe ich immer noch nicht gemacht, weil ich zu faul war, einen Thron zu machen. Müssen wir auch noch machen. So, wir haben hier ein paar Vagabunden, da können wir jetzt erstmal gucken. Außerdem habe ich nicht drauf geachtet, was wir jetzt aus dem Kind rausgeholt haben. Schnelle Wundheilung, pelziger, bla bla bla, mehr Schmerzen. Können wir hier auch rauswerfen hier, wir brauchen so einen Dreck. Stark in Intellekt, stark in Handwerk. Ah, stark im Fernkampf haben wir rausgeholt. Das ist auch nicht schlecht. Ist leider auch so ein Dreierpunkt. Wir müssen noch ein paar negative Punkte rausbekommen. Sonst, So, bei den Flüchtlingen müssen wir eben kurz gucken, dass wir die... Das sind nämlich einige. Also erstmal müssen wir die ein bisschen... entwaffnen. Wir wissen noch nicht, was wir mit denen machen. Also ich weiß schon, was ich mit denen mache, aber... ihr vielleicht noch nicht. Zumindest, wenn ihr hier neu seid. Wobei, so. Dann gucken wir uns die Guten mal an. Tod. Tod. Vielleicht tot. Das ist gar nicht so schlecht. Eigentlich. Ja, wobei... die anderen Perks, die haben alle eigentlich abgedeckt. Der kann gut kochen, das ist ein schneller Lehrer. Wie ein Koch-Backup. Neidisch ist halt kacke. Also neidisch ist schlecht. Aber er hat ja überhaupt keinen Schlaf rum, also kann er auch nicht neidisch sein. Und dürfen die anderen ja halt gar keinen Schlafraum haben, oder? Wenn er nie schläft und keinen Schlafraum hat, kann er ja eigentlich auch nicht neidisch sein. Eigentlich. Aber er hat schon schneller Lerner drin, das ist schon ziemlich gut. Also Zock könnten wir eigentlich gebrauchen.
Ich glaube, den nehmen wir uns. Die Party wurde abgesagt, ja. Tut mir leid, aber... Ich hätte eigentlich damit auch noch warten können, aber mein Gott, jetzt ist es halt so. Sehr schön. Ist halt aus einer... Ihr müsst das doch mal so sehen. Also erstmal können die hier entkleidet werden. Könnt ihr erstmal alle entkleiden, bitte. Wir müssen das mal so betrachten. Das hier ist Essen. Ja, also wir haben Essen bekommen. Wir haben gleichzeitig noch einen Charakter bekommen. Also das ist schon sinnvoll auf jeden Fall. Zock wird angeworben. Finn muss ja auch, muss Finn auch schlafen? Ja, ne? Aber Lilo eigentlich nicht. Doch, doch, die müssen beide noch schlafen. Bei dem müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Weil bei Finn habe ich so eine Idee, was wir machen könnten. Also er hat minus 1 Hungerrate. Gut, was wir haben wollen, ist schneller Läufer. Und da ist wieder die Frage, was sinnvoller wäre. Eigentlich wäre schnelles Denkvermögen besser, weil dann kann er alles lernen. Schnelles, stark in Fernkampf bringt er nur das, ne? Kriegt er nur das eine. Also das ist eigentlich wie eine Hingabe für alle Sachen. Das ist eigentlich so stark, dass man das nicht ignorieren kann. Und vor allem entwertet es eigentlich alle anderen. Wenn man mal ehrlich ist. Ja, Mentaltaub hatten wir, glaube ich, schon drin, oder? Nee. So, er ist jetzt ein schneller Läufer, aber er schläft noch. Den Schlaf könnten wir halt auch noch reinmachen. So nie schlafen. Und dann wären wir bei minus 6. Ah, das ist immer so kacke. Jetzt waren wir bei minus 4 miserablen Kochen, aber ich glaube, miserablen Kochen hatten die halt schon. Wenn ich mich nicht irre. Waren das die Jitterken? Naja, schwach in Kochen. So viel können wir da nicht rausholen. Gut, dann müssen wir erstmal warten. Bei Zock bin ich am überlegen, ob wir den woanders reinpacken, aber... Ja, wenn die ausbrechen, dann kriegen die hier eh aufs Maul. Also die werden schon nicht ausbrechen, denke ich. Das Kind werden wir eh ein bisschen verändern müssen, sage ich mal. Ich weiß, das ist fies, aber es muss sein. Ja, perfekt. Da, da, da. Also irgendwie kriegen hier alle Lebensmittelvergiftungen gerade. Ich muss mal gucken. Aber nee, wir haben Sebastian Gerob hier als Koch drin und der kann gut kochen. Also naja, der ist... Ja, es geht, ne? Der ist auf 7, also er spuckt jetzt nicht mehr ins Essen, aber... Was soll ich denn machen? Ja, Überlebensration kann er übrigens bald machen, das ist sehr cool. Dann können wir richtig schön reisen. Oh, ich liebe es. Und wir müssen mehr jagen. Warum ist ein Hornikus eigentlich... Nee, warum ist Finn nicht am Jagen? Egal. Ich bin überlegen, ob wir eventuell den sehr schnellen Läufer rausnehmen. Ich will nicht so lange warten. Sehr schneller Läufer, es ist zwar toll, dass sie schnell sind, aber das können wir auch mit bionischen Beinen erreichen. Und die sind aktuell nicht drauf angewiesen. Ne, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Finnyboy angucken, der jagt ja eigentlich relativ gut und hat eine ganz normale Geschwindigkeit. Das heißt, das mit den Fingern ist halt kacke, ja, das macht die so ein bisschen unattraktiver. Und das mit den Tieren, ja, wir haben halt so viele, die gut in Tieren sind, also Finn könnten wir eigentlich auch schon, ja, aber der ist auch gut, das ist so fies, weil ich will den eigentlich...
Egal. Wir wollen auf jeden Fall, dass er nicht schlafen, dass er nicht schlafen muss. Ja, das ist wichtig. Weil dann, damit er ist immer on track. So, das ist unser Jäger. Der soll jetzt auch erstmal gut werden. Deswegen, wir könnten aber eigentlich auch sagen, schnelles Denkvermögen statt starkem Nahkampf. Das ist eigentlich sinnvoller. Jetzt ist er schlau. Und jetzt kriegt er hier noch so ein paar Sachen rein. Die ne, das alles so ein bisschen nach unten holen. Wie zum Beispiel miserable in Konstruktion oder... Ja, schlecht im Bergbau wäre noch eigentlich ganz gut. Aber... So ist es halt jetzt. Der hat dann noch ein bisschen schlechteren Stoffwechsel. Wobei wir könnten noch miserabel in Kochen mit reinnehmen. Dann, er ist schlecht in Kochen, aber das ist ja miserabel in Kochen. Na? Das ist nochmal ein besser. Wir nennen das jetzt einfach mal Oink. Wir speichern das als Oink. Weil Oink ist dann für die Schweinemenschen. Wir könnten jetzt theoretisch das noch reinnehmen, aber die sind dann halt schwächer in Tieren. Aber die langen Finger würden das halt ausgleichen. Ne, schwach in Tiere, da würden sie 4 Punkte verlieren. Wenn wir jetzt mal eben kurz gucken, wir haben hier noch den Einhornikus. Ja. Für ihn wäre das eigentlich gar nicht schlimm, weil er kann eh nicht gut mit Tieren. Also für ihn würde ich sagen, machen wir das sogar. Da würde ich sagen, lohnt sich das sogar bei Oink. Ja, dann machen wir das noch mit rein. Und das ist jetzt für den einen. Das ohne Finger machen wir dann für Finn. Weil Finn ist gut in Tieren und das wäre eigentlich ziemlich dumm, wenn wir das damit machen. 13. I. Ach ja, da war noch eine Äußerung in den Kommentaren. Ja, ich könnte ja dann noch ein bisschen sparen. Wenn ich das Ganze, wenn ich da so ein paar Doppelte rausnehme. Das ist aber nicht der Fall, weil die Doppelten, die werden automatisch ausgegrenzt. Das heißt, man hat dann keine Komplexität oder sowas extra. Ja. Das ist schon ganz gut gemacht, finde ich. So, Stahl und so haben wir hier unten. Ich habe das hier unten mal eingelagert, damit unser Lager hier nicht so zugemüllt wird. Dann können wir das so ein bisschen besser im Blick behalten. Und die bekommen momentan alle Lebensmittelvergiftungen. Es ist echt ärgerlich, aber... Ja, wir haben halt aktuell noch nicht so einen guten Koch, ne? Er versucht sein Bestes hier, aber... Können wir nichts machen. Oh, und die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende, aber ich würde sagen, wir machen das noch kurz hier. Ups. Außerdem wollte ich das hier auch schon weiterbauen. Das können wir aber, glaube ich, aktuell vergessen. Ja, was Bauteile angeht, müssen wir, glaube ich, einkaufen gehen. Da führt eigentlich aktuell kein Weg dran vorbei und wir haben mehr als genug Muffalos aktuell. Also da können wir eigentlich gut verkaufen gehen. Die Frage, die große Frage der Fragen ist halt, wie wir es mit dem Staubmäntel machen. Mal Staubmäntel herstellen. Ich würde eigentlich sagen, dass wir das tun sollten. Also zum Verkaufen. Ohne Stoff erstmal. Die Frage ist, wie wir dann nehmen. Wen nehmen wir? Lukopo hat eigentlich genug zu tun. Also ich würde sagen, dass wir das ein bisschen einteilen. Erasion kann zwar auch gut schneidern, aber wir brauchen noch einen Backup-Plan. Wir können eigentlich sagen, dass er das macht. Also Lukopo, wenn er gerade nicht beschäftigt ist. Würde ich sagen, macht er das. Ich meine, er ist gerade mit Kotzen beschäftigt, wie die halbe Kolonie. Aber es ist halt so mies einfach. Aber seht ihr, weil jetzt gerade ist er sowieso schlecht, weil er die ganze Zeit am Rumwürgen hier ist. Deswegen kann er nicht wirklich arbeiten. Ich meine, ihr könntet wahrscheinlich auch nicht arbeiten, wenn euer halbes Mittagessen gerade die ganze Zeit rausballert. Ach Gott. Gut, das war's für heute, meine Lieben. Aber ich mache noch eine ganz kleine Privatsektion, weil ich wollte so ein bisschen übers Klavier sprechen. Wen das interessiert, kann gerne dranbleiben. Wer nicht, der kann abschalten. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall
Habe ich in der letzten Zeit wieder mehr Motivation fürs Klavier. Aber ich merke momentan, dass ich das Zeichnen dafür so ein bisschen vernachlässige. Und das finde ich auch in Ordnung. Eigentlich bin ich so jemand, wenn ich mir einmal so ein Ziel gesetzt habe, bin ich so echt so knallhart. Aber wenn ich merke, was anderes ist mir gerade wichtiger oder es ist allgemein wichtiger, dann mache ich das. Ne, Zeichnen ist zwar irgendwo etwas, was auch eine berufliche Aussicht haben könnte, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich momentan so einen guten Flow habe, was das Klavier angeht, und da muss ich einfach hinterher sein. Also, wenn ich halt merke, okay, es läuft gerade richtig gut, ich komme richtig gut rein und ich bin jetzt auch nicht auf einem Level von den Noten her, ja, wo man das als sonderlich einfach bezeichnen könnte. Also es ist schon wirklich komplex mittlerweile und ich komme aber rein. Also das Denken strukturiert sich gerade so ein bisschen um. Ich komme gut rein. Ich merke, dass ich mir sehr schnell die Abfolgen merken kann. Und da muss ich mich jetzt einfach hinterklemmen. Und wenn ich jetzt ständig so viel Zeit ins Zeichnen stecken würde, dann würde ich das einfach nicht hinbekommen, weil das ist mental einfach auch unglaublich anstrengend. Also jetzt bin ich nach, auf dem Level, wo ich mich jetzt gerade befinde, bin ich jetzt nach ungefähr ein paar Monaten in der Lage, da wirklich eine Dreiviertelstunde bis halbe Stunde zu machen. Und das ist für den Kopf halt wirklich so anstrengend, dass ich teilweise lieber meine Küche aufräume. Ich hasse Küche aufräumen. Ne? Also merkt man schon so, dass der Kopf immer verhandelt, so von wegen, ja, du kannst auch das tun wir eben. Und ich will dann eigentlich, aber der Kopf verhandelt halt immer. Ne? Und das ist dieses Prokrastinieren, das ist wirklich ätzend. Und umso wichtiger einem irgendwas ist, umso schlimmer prokrastiniert man. Das habt ihr vielleicht auch mal festgestellt, wenn ihr unbedingt irgendwas wollt und dann hält euch vielleicht irgendwas immer so ein bisschen davon ab. Und das ist halt diese Prokrastinierung und das ist umso schlimmer, umso wichtiger einem irgendwas ist. Ja. Das war's. Ach ja, und ich muss meine Lehrerin wechseln. Nicht, weil die doof ist, ganz im Gegenteil, die ist echt toll. Aber die muss leider ihre Schüler aufgeben in der einen Schule, weil ihre Prüfungen jetzt kommen und da hat sie leider keine Zeit mehr. Und ja, musste sich halt entscheiden. Ne? Das ist in etwa so, als ob ihr euch von eurem Hauptjob und eurem Nebenjob so entscheiden müsst, okay, was mache ich jetzt? Ne? Also quasi, weil sie hat halt noch eine andere Musikschule und da musste sich halt entscheiden, welche macht sie jetzt neben dem Studium, weil das einfach zu viel wurde. Ja, egal. Auf jeden Fall, da steht auch ein neuer Lehrer an, eine neue Lehrerin. Ich hätte eigentlich einen Lehrer haben können, aber ich weiß nicht, ich lasse mich lieber von Frauen unterrichten. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich auch so eine leichte feminine Ader habe, ja. I don't know. Aber ich finde, Frauen sind sehr geduldig und vermitteln das auch sehr, sehr gut, finde ich. Bisher ist das meine Erfahrung zumindest. Ich hatte ja am Anfang einen Lehrer und das war auf Dauer gesehen echt ein Kotzbrocken. Ich meine, er mag technisch vielleicht einiges drauf haben, aber menschlich, ja. Ne? Egal. Kann einem auch bei Frauen passieren, klar. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach so meine persönliche Einstellung, dass ich da einfach besser lernen kann. Ich mochte auch früher meine Lehrerin immer lieber in der Schule, weil die einfach, bis auf den einen richtig coolen Lehrer hatte ich. Der war richtig cool. Unfair. Das hat man auch nicht oft. Naja, egal. Ich schweife ab, aber ich wollte euch einfach darüber unterrichten, dass ich momentan meinen Fokus wieder mehr auf dem Klavier ist. Ich habe jetzt auch Schumanns Träumerei ziemlich flüssig drauf, also da brauche ich die Noten auch gar nicht mehr. Jetzt bin ich gerade am kleinen Rondo dran, also das kleine Rondo könnt ihr euch übrigens auch mal bei Google angucken, wenn ihr wollt. Klappt schon ganz gut. Aber so also die mittlere Passage ist noch ein bisschen schwierig, weil da einfach der Rhythmus wechselt und ja. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass das Gehirn sich auch so an die Muster gewöhnt, dass du immer eine schnellere Mustererkennung hast und weißt, okay, da wiederholt sich das eine auf einer anderen Oktave und da wiederholt sich das Thema nochmal und so weiter. Aber ich möchte euch jetzt nicht zuquatschen. Okay, der Zug ist zwar wahrscheinlich abgefahren, aber ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt mich an besagtes Klavier setzen und danach geht's zurück zur Arbeit. Also bis denne und tschüss.